Moin, der Barry hier. Willkommen zurück. Heute habe ich einen kleinen Guide für euch, und zwar wie man den neuen Revolver in Warzone oder in Vanguard freischalten kann, wie das Ganze funktioniert und was man dafür machen muss. Das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ihr geht dafür hier oben auf Waffen, Ausrüstung bearbeiten, sucht euch eine Klasse aus, Sekundärwaffe, und dann haben wir unter den Handfeuerwaffen einmal hier unten den neuen Revolver. Für die Aufgabe, damit wir den freischalten können, müssen wir insgesamt 15 Nahkampfkills machen. Das Gute ist, man kann die ganze Aufgabe in ein, zwei Runden schaffen. In Warzone ein bisschen schwieriger, da kann man auch ein paar Runden mehr brauchen. Aber in Vanguard Multiplayer zum Beispiel könnt ihr das Ganze in einer Runde erledigen. Dafür braucht ihr einfach irgendeine beliebige Nahkampfwaffe, also da könnt ihr irgendeine aussuchen, die Kali-Stöcke oder ein Katana-Schwert, also es ist vollkommen egal. Nehmt irgendeins davon mit. In Warzone ist am besten immer Beutegeld dafür, also Plünderer. Man kann natürlich auch einen anderen Modus spielen, also es ist beliebig. Ihr könnt das jetzt einmal sehen. Um am besten die Nahkampfkills zu machen, könnt ihr die Gegner vorher knocken, zum Beispiel mit einem Sturmgewehr. Dann rennt ihr in den Nahkampf, wechselt auf eure Nahkampfwaffe und macht dann den Rest. Das finde ich ist somit das Einfachste. Ihr könnt natürlich auch so die Nahkampfkills machen, zum Beispiel im Häuserfight geht das auch ganz gut. Oder mit einer Stun noch dabei, dass der Gegner sich dann nicht so gut bewegen kann, dann ist das auch relativ einfach. Sobald ihr die 15 Nahkampfkills habt, könnt ihr die Waffe ganz normal ausrüsten. Also ich denke mal, da wird man nicht ganz so lange für brauchen. Das ist eine relativ einfache Aufgabe. Ihr könnt das jetzt einmal sehen, der neue Revolver ist so wie die Nagelpistole, das heißt, wir haben keine Aufsätze, wir können die Waffe nur so spielen. So, jetzt sind wir noch im Vanguard Multiplayer, hier können wir die Waffe natürlich auch freischalten, dafür geht hier oben auch auf Waffen, Ausrüstung, sucht euch irgendeine Klasse aus, Sekundärwaffe, Handfeuerwaffen wieder, und dann haben wir hier unten einmal den neuen Revolver. Hier auch wieder dasselbe Spielchen, 15 Nahkampfkills, das heißt, ihr nehmt irgendeine beliebige Nahkampfwaffe mit, das könnt ihr euch aussuchen. Am besten eignen sich kleine Maps oder Modis mit kleinen Maps, das kann man sich aussuchen. Ihr könnt natürlich auch andere beliebige Modi spielen, das ist vollkommen egal. Ihr könnt das jetzt auch nochmal sehen, hier im Vanguard Multiplayer ist das wesentlich einfacher. So, hier kann man das, wenn man gut dabei ist und Glück hat, das Ganze in einer Runde schaffen mit den 15 Nahkampfkills. Also ist relativ entspannt. Man kann natürlich auch zwei Runden dafür brauchen, das ist vollkommen egal. Und sobald ihr mit der Aufgabe durch seid, könnt ihr den Revolver hier auch ganz normal in euren Loadout packen, also ausrüsten und dann spielen. Ja, das wär's dann jetzt eigentlich auch erstmal zu dem kleinen Guide. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas unklar war, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Wenn euch das ganze Video auch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tüdelü.